Hallo und hallo und willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir stehen am Tor von Jubeldorf und Kokita fragt uns, ob wir wirklich bereit sind für den schweren Kampf am Kraterberg. Und ja, das sind wir, was auch immer uns da erwarten mag. Gut, das wollte ich hören. Nun hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Dialga und gebietet über die Zeit. Wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, gerät Hisuis Zeit aus den Fugen und unsere Welt ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Mit Palkia, dem Gebieter über den Raum, könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Und nun geh zusammen mit Palkia zum Sinnoh-Tempel. Kann ich das auch ohne Palkia machen? Oh. Ich will Palkia nicht ins Team nehmen. Dann muss ich ja wen raustun. Und das wäre am ehesten Seidon, weil ich dann immer noch den Drachentyp drin habe. Oh Mann. So ein Dreck. Ich hasse sowas. Wofür habe ich mein Team, wenn ich es nicht benutzen darf? Schaut euch seine Stats an. Die sind scheiße. Schaut euch Seidons Stats an. Die sind viel besser. Das ist ja mal wohl ein gewaltiger Unterschied. Ich will das nicht. Ich meine, ich mag Palkia, aber mein Team. Ich habe es mir extra zusammengestellt. Du bist riesig. Warum müsst ihr mir das antun? Hä? Ja, okay, doch, es funktioniert. Ich dachte gerade, warum geht es denn jetzt immer noch nicht? Ja, das Dorf ist sehr interessant. Was? Sie denkt ans Einkaufen. Ja. Kann ich jetzt wieder mein Pokémon umtauschen? Ich mache jetzt wahrscheinlich das Spiel kaputt. Huch, nein, ich wollte speichern. Bevor ich das Spiel kaputt mache. Das richtige Pokémon reingeholt? Ja. Okay, das fände ich jetzt interessant. Und ein bisschen dämlich auch. Dass ich diesen ganzen Weg laufen muss, nervt mich ein bisschen.
Volo. My love. Forever. Ich habe schon auf dich gewartet. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir ja... Hätten die ihm nicht noch einen anderen Text geben können. So einen Logenplatz für dieses legendäre Pokémon-Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, werde ich mich vielleicht noch näher heranwagen. Mach dir jedenfalls um mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Oh. Dieses bereite dich gut vor, macht mir Sorgen. Was soll passieren? Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte dafür finden kann, doch du scheinst stets zu wissen, wann und wo sich die Kräfte von Menschen und Pokémon am besten vereinen lassen. Nimm das Pokémon mit, das dir seine Macht leihen will. Ich meine, jedes Pokémon, das du im Sinnoh-Tempel gefangen hast. Geht das auch ohne? Fickt euch doch einfach. Fickt euch alle. Es tut mir sehr leid, Sidon. Wirklich. Aber ich kann's nicht ändern. Und wieder den ganzen Weg nach oben. So. Jetzt aber bitte. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsse, um Juldorf zu beschützen. Ob das nun Pokémon des Tempels oder dich waren. Doch du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Es ist doch derselbe Kampf wie eben gegen Palkia, oder sehe ich das falsch? Koneko, dein Platz hat dich gefunden. Was soll das denn bedeuten? Das ist eine alte Redensart des Perlclans. Will meinen, für jeden, dem eine wichtige Aufgabe zuteil wird, gibt es den richtigen Ort, sich ihr zu stellen und sich ihr zu beweisen. Mit anderen Worten, man soll keine Angst haben, oder wie? Ich muss zugeben, dass ich langsam bestimmte Aspekte deines Clans zu schätzen lerne. Wir werden dir zur Seite stehen, komme was wolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Koneko. Beschütze Raum und Zeit. Bin ich Arceus? Ich bin nur Jesus, nicht Gott. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber naja.
Nein, bitte nicht. Ja, Dialgas Urform. Aua. Dialgas Urform ist sehr schmerzhaft. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Lass mich immer noch raus. Okay, das ist dasselbe wie bei Drisella. Achso, und darf ich hier nicht drin sein? Darf ich in dem Kreis nicht? Achso, das ist das Kampffeld. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hier, Dingensens, dodgen ist nicht unbedingt schneller als rennen. Hallo, was ist denn das Problem? Okay, okay, ich bin tot. Ja, ich möchte das schon nochmal versuchen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum die Sperrsäule so kaputt ist. War da nicht was von einem Teil wird übernommen? Es wurde gar nichts übernommen. Hallo, das ist unfair, deine Scheißkreise. War da nicht mal sowas von, die Pokémon taumeln und man kann sie angreifen? Ist irgendwie gerade nicht mehr der Fall. Kommen bestimmt neue Moves, die ich mir schon wieder nicht merken kann. Hä? Hallo? Okay, das hat nicht getroffen. Da war ich nicht nah genug dran für. Aua! Lass das! Ich kann doch gar nicht... Du musst mir doch Zeit lassen, auch wenigstens mein Dingensens aufzuladen. Nein, nein, ich will nicht das, was du jetzt machst. Das finde ich uncool. Uncool. Ist das so eine Attacke wie von Akani, der man nicht ausweichen kann und dann stirbt man? Kämpfe, indem du einen Ball wirfst? Okay. Ich will nicht... Ja, natürlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nochmal Ruhegaben werfen muss. Warum geht alles daneben? Das dritte Mal? Das ist unfair. Okay, bei Zeitenlärm muss es eine Runde aussetzen. Okay. Jetzt haben wir's. Ja, easy peasy, nur einmal gestorben. Wir verbessern uns.
Oh, es ist down. Ja, die Ozonschicht regeneriert sich. Hat sie sie wirklich gefangen? Das bilde ich mir nicht ein, oder? Sie hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Ich habe auch Palkia gefangen vor nicht mal 5 Minuten. Yes! Dank des Urballs ist es ihr tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich es anders erwartet hätte von Koneko. Puh. Was für eine Glanzleistung. Sieh einer an. Selbst Expeditionsleiter Denboku muss zu einem solchen Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Tot. Aua, was sollte das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her! Diese Aufgabe war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren. Doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur noch eines zu tun. Ein Fest! Wir werden ein Fest veranstalten! Versammelt alle Mitglieder eurer Clans. Das wird das größte Fest, das Hisui jemals gesehen hat. Wir sollen uns zusammen mit dem Diamant-Clan feiern? Feiern? Mit dem Perl-Clan? Naja... Immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh feiert hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Recht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren wären wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber vielleicht ist das der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen. Nun lasst uns feiern. Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. War das die ganze Story? Was mit Arceus? Oh, die arme Sperrsäule. Volo! Ach doch nicht, ich dachte, der latscht da jetzt rum. Das war's. Haben wir das Spiel durchgespielt? Okay, dann, also, naja, was heißt durchgespielt? Es wird jetzt wahrscheinlich das Postgame kommen, die Legendaries und so. Volo. Das war sehr cool. Ich fand, Legends Arceus war jetzt eines der besten Pokémon-Spiele, die jetzt in den letzten Jahren rausgebracht worden sind. Das ist zwar kein Hauptspiel, es ist ja ein jetzt seine eigene Spin-off-Reihe. Aber das fand ich sehr, sehr cool. Ich meine, wir haben jahrelang auf dem Open World gewartet. Es war jetzt nicht komplett Open World. Es gab jetzt trotzdem noch die Gebiete, aber ich fand es... ist die alte Musik, sehr schön. Ich fand es sehr, sehr cool. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich jetzt in den letzten Pokémon-Spielen immer vermisst hatte, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat, dass die Storys lame sind, dass die Pokémon lame sind, dass alles scheiße ist. Und das hier hat wirklich auch viel Nostalgie geweckt und hat viele Charakter mit eingebunden, die ich sehr cool fand. Und ja, also das war wirklich mal eine gute Idee, die, ich weiß gar nicht, Game Freak da hatte. Sehr cool.
hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Auch das Pokémon fangen und leveln und so war nicht langweilig. Gut, hier, die Kogita. Ich habe nur keine Ahnung, warum, was sie jetzt im Spiel macht. Sie hat zwar die ganzen Sachen jetzt gesagt. Gut, das hier mit Brandon war auch ein bisschen überraschend. Das kam sehr überraschend jetzt im Plot mit da rein. Ich weiß nicht, ob man dazu noch irgendwas erfährt zu ein paar Charakteren, über die man jetzt noch nicht so viel erfahren hat, weil manche waren irgendwie einfach jetzt dazu gepackt und man hat aber irgendwie keine Ahnung, warum und wieso und weshalb. Es war jetzt gerade alles irgendwie sehr random. Aber naja. Vielleicht gab es auch Ideen dazu und man musste sie wieder rausnehmen aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Ja, ich fand es sehr schön. Schade, dass ich jetzt Seidon raus tun musste und Seidon jetzt nicht beim letzten Kampf mit dabei war. Ich finde, wir haben uns gegen Urdialga aber sehr gut geschlagen. Wir sind nur einmal gestorben. Ja, besser als gegen Akani. War einfacher. Ich bin gespannt, ob wir jetzt noch den Weißorb bekommen, dass wir auch Palkias Urform sehen. Ob dazu noch irgendwas gesagt wird, ob Volo noch weiter Story bekommt, weil er hat jetzt irgendwie, man hat ihn jetzt zum Ende gar nicht mehr gesehen. Der war ja mit dabei, aber man hat ihn jetzt gar nicht mehr zum Ende gesehen, hat nichts gesagt dazu. Hat sich wahrscheinlich irgendwo doch noch hinter einer Säule versteckt. Ja. Oder wurde mitgeschleudert, als Dialga die Speersäule zerstört hat. War sehr interessant zu sehen, warum sie so kaputt war. Ich frage mich auch, ob, wie heißt denn die Halle von Arceus, wenn man die Azurflöte spielt? Die Halle der Vorzeit, glaube ich. Hieß es die Halle der Vorzeit? Ich frage mich, wie das aussieht, wenn man Arceus begegnet und wie die Halle der Vorzeit aussehen wird und gebildet wird. Damals war das ja einfach ein durchsichtiges Podest, was über der Speersäule platziert wurde. Oder was heißt damals? Es gab es ja nie im Spiel, es sollte es ja geben, aber das Event hat ja nie stattgefunden. Ja, ich bin sehr gespannt. Das war ein sehr schönes Artwork, was gar nicht genug lange da war, als dass ich es mir hätte ansehen können. Okay, unser Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Begegne allen Pokémon. Das war der Plan. Wie weit sind wir mit diesem Plan denn schon fortgeschritten? Hisu-Region. Nachforschungslevel. Okay. Ja, uns fehlen noch eine ganze Menge. Begegnet heißt, wir haben es gefangen oder wir haben den Pokédex vervollständigt. Weil die hier habe ich ja alle gefangen. Alle, die bunt sind, habe ich ja schon mal gefangen. Aber den Pokédex halt nicht vollständig. Also Pokédex ist vervollständigt, wenn Forschungslevel auf Level 10 ist. Und das wären jetzt die alle, die ich hier habe. Das Bediza hat Sternchen. Oh, weil alle... weil ich alle Aufgaben erfüllt habe von Bediza. Ich habe 167 Bediza besiegt, die Armen. Ja, okay. Wenn nur begegnen heißt, man muss alle Pokémon einmal gefangen haben, dann ist das ja einfach. Wenn das natürlich heißt, wir müssen jeden Pokédex-Eintrag vervollständigt haben, dann dauert das natürlich umso länger. Wir können jetzt zumindest mal die Evoli-Entwicklung machen. Die habe ich nämlich alle. Also ich habe alle Evolutionen gerade da. Ursoluna müsste ich gucken, wie man Teddiosa weiterentwickelt. Rhyhorn muss ich entwickeln. Mantax kann man fangen. Das fliegt ja da rum. Barschuft kann man fangen. Magbrand gibt es bestimmt auch irgendwo. Bronzel. Warum habe ich denn noch nie einen Bronzel gefangen? Und einen Bronzong. Die gab es da doch auch. Electek, Elvoltek. Das hier ist alles, das sind keine Problem-Pokémon. Die sollten wir easy gefangen bekommen. Lucario weiß ich jetzt. Doch, Lucario gibt es auch als Alpha-Pokémon. Ja, und die Legendären. Warum sind die noch nicht... Achso, wir haben noch keinen Bericht erstattet, deswegen sind die noch nicht bunt. Okay. Warum ist Turbutz hier der Einzige? Wo sind Selfo und Vesprit? Naja, wie dem auch sei. Ein paar fehlen noch, in der Tat. Die müssen wir uns noch holen.
Jetzt gucken wir erstmal, was hier draußen abgeht. Guten Morgen, Kuneko. Der Riss im Raum-Zeitgefüge ist verschwunden. Ist die Sache damit jetzt erledigt? Unsere Arbeit ist jedenfalls noch lange nicht getan. Das eigentliche Ziel des Forschungstrupps ist es schließlich, den Pokédex zu vervollständigen. Wir treffen uns im Büro des Forschungstrupps, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Sieh zu, dass du schnell zu uns stößt. Postgame. Ja, erstmal Palkia raustun. Oh, jetzt hört man richtig die Jubelstadtmusik raus. Sehr schön. Ich mag die Jubelstadtmusik sehr gerne. Damals in X und Y konnte man ja in, wie auch immer die Eisstadt heißt, auch das Theme von Jubelstadt spielen lassen. Das fand ich auch sehr cool, weil ich mag die Jubelstadtmusik aus irgendeinem Grund sehr gerne. Oder generell eigentlich aus der vierten Generation die Soundtracks. Da steht das Riesenschlabohr, was wir haben. Ja, neue Nebenmissionen. Ja, genau. Was hast du für eine Bitte, Cornelius? Ich kenne den Erztunnel. Welches gefährliche Pokémon? Okay. Machen wir. Wir haben bestimmt noch mehr. Hey, ich wollte die Nebenmission zuerst machen. Ja, ich hatte wahrscheinlich auf dem Fest Spaß. Ich konnte mir das Bild nur nicht ansehen. Ja, es war sehr viel los. Wie dem auch sei, Ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Der jetzige Stand bezüglich der Vervollständigung des Pokédex kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollten. Zudem scheint es in der Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wird. Ob wir diesen Erzählungen wohl wirklich nachgehen sollten? Wir sind Neulinge in Hisui. Dazu fehlt uns einfach die Expertise. Was für Neulinge? Ich dachte, wir sind Ureinwohner. Also nicht wir, aber naja. Wer kommt jetzt? Ach, Wolo! Ah! Wenn es um die Geschichte und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Gab es damals schon Adressen? Kann man das überhaupt benutzen, das Wort Adressen, wenn es damals noch keine Adressen gab? Naja. Ich habe öfter mal blau gemacht und, ich meine natürlich, wenn es die harte Arbeit bei der Ginkgo-Gilde erlaubt hat, habe ich die Ruinen der Hisui-Region aufgesucht. Daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Oh, das klingt vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen äußerst dankbar. Ihnen? Seit wann sagen wir Ihnen zu ihm? Okay. Kuneko, diese Aufgabe geht an dich. Ja, so wie jede andere Aufgabe auch. Höre dir an, was der Händler zu berichten hat und kooperiere mit ihm, falls nötig. Aber nur falls nötig, ansonsten kooperiere nicht mit ihm. Wir werden dabei versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar. Wie wäre es, wenn wir uns in der Anhöhenbasis treffen, Kuneko? Ja, bitte. Cool. Ich hätte da nämlich auch noch eine Bitte an dich. Bis später. Ja. Okay, ich möchte aber trotzdem die Sidequests noch hier annehmen. Ich denke jedes Mal, dass die Decke auf seinem Sofa ein Pampros ist. Zeichen der Dankbarkeit. Oh, Shaman. Und Darkrai.
danken. Ah, Katzin. Bist du diejenige, die meinen Auftrag angenommen hat? Dann kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende in Hisui erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Pfaden heimsucht. Ich glaube ja eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie es in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wache nie wieder auf. Wir müssen also etwas unternehmen, bevor ihm jemand zum Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts alleine unterwegs, so wie es die Legende besagt. Aber pass bloß auf, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Ach ja, legendäre Pokémon, damit kennen wir uns aus. Okay, was machen wir zuerst? Oh, noch mehr. Hallo, Koneko. Wusstest du, dass die Sicherheitstruppe über ein ganz besonderes Mitglied verfügt? In Sachen Pokémon-Kämpfe ist diese Person sowas wie unser Ass im Ärmel. Ich? Wie sieht's aus? Möchtest du dich an einen Kampf gegen unser Ass versuchen wollen? Ja, gerne. Igna? Warum nicht hier auf dem Übungsplatz? Er? Darius? Okay. Dann, sag mal, was du kannst, lieber Darius. Geil. Das ist Level 90 bestimmt. Na dran. Oh, okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Krass, okay. Er macht mir tatsächlich mehr Probleme, als ich dachte, dass er mir machen wird. Und dann hat er bestimmt noch einen Staralili. Hätte Krafttechnik einsetzen sollen. Ja, hätte ich tun sollen. Jetzt sterben wir wahrscheinlich. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Ich hab's schon wieder getan. Naja, geschafft. Ja, natürlich habe ich deine Verteidigung durchbrochen. Was erwartet ihr denn inzwischen von mir? Dass ich irgendeinen Kampf verliere? Ja, ja, ja. Okay. Oh, Leistungsfelsen, danke. Cool. Verteidigung. Erstmal wollen wir Verteidigung machen. Okay.
Okay, und wenn wir das haben, dann gucken wir zu den anderen Werten. Angriff ist eine gute Sache. Ach so. Ja. Wobei, das war dumm, weil die Nari hat keine Dingensens-Attacken, glaube ich. Keine physischen Attacken. Ne, keine einzige. Das war verschwendet. Oder was heißt verschwendet? Ich möchte am Ende sowieso alles auf 10 haben, aber ich hätte es auch erstmal bei was anderem einsetzen können. Können wir nochmal kämpfen? Ich möchte noch mehr haben, bitte. Legende des Meeres checke ich sowieso immer noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was das ist, weil ich glaube, das ist eine ganz normale Quest. Und dann widmen wir uns den Legendaries. Der Erztunnel ist da hinten. Wir haben auch noch nicht alle Geisterlichter und noch nicht alle Inkognitos. Topin. Okay. Ein Onyx. Ja, in der Tat, das ist ein Alpha-Pokémon. Bitte sehr. Einfach durchgeflogen. Ah, okay, ich dachte. Ich dachte, wir hätten es fangen können. Okay. Nochmal kämpfen. Süß, jetzt sind sie Freunde. Danke! Leistungsfelsen. Danke, danke, danke. Kohle, 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 Kohle. Ja, stimmt, das ist der Erztunnel. Der Erztunnel von Erzelingen, wo es Kohle gibt. Ich meinen Stein jetzt hin. Was war das für ein Geräusch, das ich gerade gemacht habe? Ja, da ich es nur hier rein tun kann, kommt es jetzt da rein. Okay, jetzt brauche ich erstmal die keine Steine mehr, keine Felsen mehr, sondern. Warte, hier ist alles auf 10. Da noch nicht. Da brauche ich noch Steine. Leistungssteine und keine Leistungsfelsen. Und bei den anderen genauso. Ja, das schaffen wir auch noch irgendwie. Huch. Wobei, was müssen wir denn jetzt noch... Das ist ja auch noch eine Quest. Wie viele Quests gibt es bitte überhaupt? Ja, dich kenne ich. Mhm.
Armes beim Faxo. Hat bestimmt Hunger. Da klingelt mein Handy. Tut mir leid, muss ich dran gehen. Okay. Was mein Handy alles kann. Was ist auf der Hamanaso-Insel? Da ist ein Alpha-Panferno. Wenn es sein muss. Ein neues Unheil. Oh Gott. Was könnte das sein? Auf der Hamanaso-Insel ist in der Zukunft ja der Hamanaso-Park oder auch der Park der Freude. Park der Freunde. Da ist das Alpha-Panferno. Aber sonst ist da doch nichts. Was könnte denn da sein? Ich wüsste jetzt auch nicht, welches Legendäre da jetzt zugehören sollte. Ich will, wir machen jetzt einfach mal diese Quest. Oder haben wir hier noch mehr? Nein? Gut. Wir machen jetzt diese Quest. Weil ich die jetzt gerade interessant finde. Okay, was passiert hier? Oh Gott. Oh, ganz viele kleine Zoroa. So viel Unheil. Darf ich sie alle fangen? Fangen sie jetzt alle. Oder eins, weil die anderen alle weggelaufen sind. Okay, jetzt sind alle Zoro weg. Nein, da ist noch eins. Aber das vierte? Das vierte, das scheint weg zu sein. Zwei Starre Lilly. Ist es das? Ne, das ist eine Blume. Ach da. Es waren ja nur vier, glaube ich.
Wasser sind Griffel. Ja, das, okay. Gut. Wir haben jetzt alle gefangen. Unheil abgewendet. Einen massiven Auflauf von Zoroa. Das Goldfuchs-Pokémon Zoroa? Oh, das ist ein wirklich seltenes Pokémon. Ja, deswegen gab es das auch fünfmal da gerade. Sie hat mal eins in Frostland gesehen. Ja. Ach, mei. Was ist hier los? Huch, wo kommt denn jetzt das andere Manfaxo her? Merkwürdig. Aber mein Manfaxo würde ich aber selbst mit geschlossenen Augen erkennen. Das hätte ich jetzt in der Tat auch getippt. Lüge, Betrüge. Oh nein. Oh Mann. Man hat das gebrochene Herz gesehen. Ich habe doch alle Zoroa gefangen. Es tut mir so leid, mein Faxo. Okay. Gehört das noch zur Quest, Celestes Bescheid zu sagen? Natürlich gehört es noch zur Quest, Celestes Bescheid zu sagen. Was? Wir haben Zoroas Eintrag noch nicht? Okay. Palkia hat Forschungslevel 7 schon? Aha. Okay. Blablabla zu Rohr. Okay. Was? Wie viel habe ich bekommen? Das war eine Menge, was ich gerade bekommen habe. Auf mehrere Orte, okay. An mehreren Orten gleichzeitig. Okay, cool. Multiple Aufläufe. Warum ist denn immer so streng mit mir? Oh, noch eine Sidequest. Haben wir noch mehr bekommen? Nein. Achso, nein, das ist ihre Quest, die jetzt weitergeht. Ja. Wie schnell es rennen kann.
es regnet in der Tat. Ja, schon, normalerweise sieht man es auf der Karte, wo die Aufläufe sind. Oh Gott! Ich dachte, das wären drei. Alles klar. Multiple Aufläufe. Bei diesem Phänomen treten mehrere massive Aufläufe von Pokémon gleichzeitig auf. Ihr Erscheinen wird auf der Karte mit einem Fragezeichen markiert. Um welche Pokémon-Arten es sich handelt, erfährst du erst vor Ort. Multiple Aufläufe lösen sich nach einer Weile auf, also begib dich schnell dorthin. Werden die Pokémon gefangen oder besiegt, bevor sich der Auflauf wieder zerstreut, gilt die Forschung an diesem Ort als abgeschlossen. Alle? Gelegentlich kann es vorkommen, dass direkt nach Abschluss der Forschung zusätzliche Pokémon erscheinen. Wo ist mein PIN? Da. Ich habe ihn nicht gesehen. Drifblon. Aber gegen Drifblon will ich eigentlich nicht Dingensen. Ich will keinen Drifblon fangen. Noch mehr. Ich dachte, das wäre es gewesen. Nur drei, da waren vier. Warum habe ich das vierte jetzt nicht mit im Kampf? Oh, das nervt mich jetzt schon wieder. Warum kann Drifton Magieflamme? War Magieflamme nicht die Spezialattacke von Phinexis? Letztes bitte. Okay. Eins. Was mache ich? Aha. Okay, ihr seid, freundlich. Oder auch nicht. So mehr oder weniger freundlich. Kann es sein, dass der Ring immer stärker wird? Oder kommt mir das nur so vor, weil es plötzlich dunkel wird? Ich habe schon wieder vergessen, dass es diesen Tag- und Nachtrhythmus gibt, weil während der Himmel rot war, gab es den nicht. Achso, du willst auch nicht gefangen werden.
Der starke Regen scheint nicht nachzulassen. Okay, ganz viele Shinux und Luxio und Shinux. Kommt alle her, damit ich euch alle im Kampf habe. Mist, es sind nicht alle. Sternschauer, alles so wie damals. Kann ich jetzt natürlich nicht mehr ausprobieren, weil ich die anderen jetzt schon besiegt habe. Aber das finde ich interessant zu wissen, weil damals ging Sternschauer in Doppelkämpfen ja immer auf beide gegnerischen Pokémon. Ne, geht nur auf eins, okay. Ich liebe es, wie Shinux-Augen leuchten, weil ja im Pokédex von Luxtray auch steht, dass es mit seinen Augen durch Wände sehen kann. Das finde ich sehr cool. Dass die so leuchten, deshalb jetzt im Dunkeln. Coolio. Waren das alle? Nee, anscheinend nicht. Ach da. So. Ah ne, das ist Volo. Falsche Richtung. Da wollen wir nicht hin. Noch nicht. So viel. Ach, cool. Ich habe sie schon ganz vergessen. Ja, das stimmt. Okay. Also zum Friseursalon. Hä? Ach stimmt, die anderen habe ich ja alle bekämpft. Ich war gerade so, ich habe doch ganz viele Shinux aufgefangen, aber nein, ich habe sie nur besiegt. Hier ist es mir zu nass. Ach, das ist noch eine Sidequest. Ah nee, gar nicht, da geht sie weiter. Warum falle ich da immer wieder drauf rein? Cool. Bla bla bla, Sachen. Nach Pokémon-Festen, okay. Bei Vollmond sollen sich Pipi versammeln und gemeinsam tanzen. Ja, das kennen wir ja schon. Ich weiß nicht, ob Panferno und Panpyro sich jetzt so daran erfreut haben, dass es geregnet hat, aber okay.
Ein massiver Auflauf von Elite-Pokémon? Krass. Warum ist denn diese Quest so lange? Damit habe ich nicht gerechnet. Tsubaki, was machst du hier? Wirklich? Ja. Was ist der Grund? Ach so, um ihn zu preisen. Wie konnte ich darauf nicht kommen? Das war so sonnenklar, wie der Himmel gerade ist. Ja, natürlich sind wir schockiert. Ein Tsubaki-Preis. Okay, Guavebeeren, danke. Was machen Guavebeeren nochmal? Das sind diese grünen, ne? Mhm. Cool. Tschüss, Tsubaki. Danke für die Beeren. Nein, meine Guavebeeren. 5 Stück. Ich tritt dich. Ich hätte den Apfel geben können, aber doch nicht meine Guavebeeren. Oh. Das hat ein Sternchen, das hat ein Sternchen. Bedeutet Sternchen Shiny? Ich möchte ein Shiny Nebula haben. Wenn multiple Aufläufe auftreten, kannst du Jonas Manfaxo Guavebeeren geben, um zu erfahren, welche Pokémon-Arten in den massiven Aufläufen erscheinen. An Ort mit einem leuchtenden Symbol, an Orten mit einem leuchtenden Pokémon-Symbol treten besondere massive Aufläufe auf. Sind diese auch noch mit einem Bärensymbol versehen, besteht die Möglichkeit, dort an Guavebeeren zu kommen. Diese können dir bei der Untersuchung von multiplen Aufläufen von großem Nutzen sein. Okay. Das macht alles gar keinen Sinn. Aber ich möchte ganz gerne gucken, ob es hier ein Shiny Nebula gibt. Doch, hier geht es weiter. Hier ist jetzt kein Shiny bei. Welche Farbe hat Shiny Nebulak? Ich weiß, dass Gengar sich kaum unterscheidet. Nur in seiner Megaform unterscheidet es sich, weil es dann weiß wird. Ich weiß nicht, wie die Shiny-Formen von Alpalo und Nebulak aussehen.
guten Tag. Gehört die auch noch dazu? Und das da auch noch? Oder seid ihr nur hier, weil es nachts ist? Einer neuen Ansammlung von Pokémon. Ganz viele Alpollo. Ich dachte, diese Quest würde nicht so lange dauern, deswegen habe ich sie begonnen. Jetzt sind wir schon über eine Stunde mit dem Video dabei. Naja, so ist das Leben nun mal. Es wird tags. Inari! Oh, ich hab dich aufgepasst. Eins, zwei, drei. Wo ist das vierte? Wo ist das dritte? Der Rest des Auflaufes verschollen oder? Warum glänzen die denn so? Also warum haben die ein Sternchen, wenn es hier nicht mehr Shinies gibt? Ich weiß nicht, wo der Rest der Alpollos sind. Sie sind wahrscheinlich verschwunden, weil es jetzt tags geworden ist. Dann gucken wir mal zu den Entern. Wo sind sie, die Enton? Ach hier. Ist auch kein Shiny Ball. Hey, will ich fangen. Ach so, die laufen weg. Hallo?
So war's das? Immer noch nicht? Ich check's nicht. Ach da. So. Okay, einen noch. Welchen wollen wir nehmen? Quieke? Oder Bonzel, weil wir Bonzel noch nicht besitzen. Hä? Wo kommt ihr her? Welches Bonzel hast du uns? Okay. Wir können sie auch einfach alle umbringen. Okay, ich habe damit gerechnet, dass es mehr Schaden macht. Oh Mann. Okay. Hat Lucy nicht einen eigentlich sehr hohen Angriff? Schade, kein Shiny. Wo ist sie denn? Da? Da oben war auch beim See der Kühnheit noch eine Sidequest, habe ich gerade gesehen. Da. Perla. Du hast die Nachforschung zu den multiplen Aufläufen im Sumpfland also beendet. Gut gemacht, Kuniko. Ach, mein Hals tut weh. Ich muss was essen. Muss ich jetzt in jedes Gebiet gehen und das machen?
Wollte gerade sagen, seit wann seid ihr Freundinnen? Ihr gehört unterschiedlichen Clans an. Was? Was? Was habe ich gehört, Grein? Die stehen beide auf Diem. 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 Stand das da? Ich glaube, das stand da gerade. Was meint sie? Oh, das ist ja bisher die plausibelste Erklärung. Danke, aber für heute war es das mit Quests, denn es ist spät und ich habe Hunger und Halsschmerzen. Deswegen packe ich jetzt ganz viele Sachen hier in diese Box, die ich nicht brauche. Und im nächsten Part klappern wir dann. Im nächsten Part klappern wir dann die ganzen anderen Side-Quests ab und der starke Regen scheint langsam nass zu lassen, okay. Und fangen uns ein paar legendäre Pokémon. Es sei denn, die Quests dauern genauso lange wie die hier. Dann fangen wir uns in den nächsten 20 Episoden keine legendären Pokémon. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.